18.18 Uhr Orga TV, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Ja, von mir auch ein herzliches Servus. Ja. Wir können jetzt schon mal vorausschicken, die Sendung heute wird ein bisschen anders als sonst, weil wir haben nämlich heute ein Off-Bild. Oh, Kido, was ist ein Off-Bild? Tja, Sven, das erfahren wir gleich, genau, aus der Regie. Ich wollte es ein bisschen vorgreifen, sonst ist die Spannung so hoch. Dann hocken sie wieder so vor dem... Jetzt lass dir doch mal, Sven. Genau, wir haben heute einiges wieder vorbereitet. Wir haben einiges vorbereitet. Ja. Wollen wir mal gucken in der Sendungsvorschau? Wir gucken mal in die Sendungsvorschau. Genau, Film ab. Im Easy Edit zeigt euch Stefan heute Tonoptimierung. Das heißt, wenn der Ton schlecht ist oder hinten dran noch Störgeräusche sind. Ja, dann muss man noch Störgeräusche einblenden. Des Weiteren waren wir bei Herrn Professor Kühne und haben uns da ein bisschen über die Nachhaltigkeit informiert an seinem Lehrstuhl. Und zum Schluss natürlich noch die Orga-TV-Tipps zum Wochenende, wie jede Sendung. Genau. Ja, so ist es. Ja, Sven, wollen wir mal in die Regie? Ja, wir sind ganz gespannt. Dann, passt auf, Freunde. Wir machen jetzt einen Switch ins Off. Genau. Freunde. Oh, jetzt muss ich erstmal das noch mitnehmen. Ja, mach mal. Genau. So, guck mal, wie das alles klappt. Das ist ja sensationell. Halli, hallo. Hallo. Oh, ihr seid ja ganz schön... Ganz schön viele hier. Ja, wir haben die kleinen MP-Praktikanten heute hier, die gar nicht so klein sind, wie man sieht. Nee. Ah, schön. Tatsächlich. Ich muss mal gerade das Bild gucken, dass ich mich auch irgendwie richtig hinstelle, weil ansonsten sieht uns ja keiner. Okay, du kannst ruhig auch mal ein bisschen näher kommen. Doch, mich sieht man, oder? So, alles klar. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar wollen wir auch besonders für die Neuen, die jetzt das erste Mal das Studio betrachten werden, ein bisschen vorstellen, was hier so passiert. Das hier ist die Michaela Hoffmann, die kennt ihr ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Die ist verantwortlich für die Einspielerbeiträge und für teilweise auch noch den Ton, ne? So ein bisschen. Also nicht ganz immer, genau. So ein bisschen. So ein bisschen. Du bist quasi so der Super Officer, ja. Der alles so ein bisschen überwacht, wie beim Randolph und auf die Finger schaut. Einer muss ja aufpassen, ne? Ja, natürlich. Muss ja, immer. Und Randy, ne? Ja. Unser Hauptregiemann eigentlich. Ja. Sorgt immer für das richtige Bild. Ja, der macht die ganzen, der macht die ganzen Schnitte. Ich darf schon mal darauf vorbereiten. Nächste Sendung wird dieses hübsche Mädchen tun. Wir sind alle ganz gespannt, wie sie es tun wird. Svenny. Schauen wir mal. Wir sind da. Achso, wir sind da drauf. Ja. Ja, sag mir das doch jemand. So. Aber das ist auch gut, wenn wir jetzt gerade da drauf sind. Dann sehen wir nämlich diesen PC. Genau. Und dieser PC ist eigentlich der wichtigste für uns. Nämlich, was machen wir da dran, Randolph? Genau, das ist der Stream-PC. Mit dem strahlen wir aus im Internet. Mhm, das ist auch ein bisschen Zeitverzögerung, ne, sehe ich. Genau, das sind so ungefähr 15 bis 20 Sekunden Verzögerung. Ja. Ah, das ist okay. Ja, und hier der hinten dran, genau, der da. Was sehen wir bei dem? Das ist unser Mitschnitts-PC. Da zeichnen wir die ganze Sendung dann nochmal auf unserer Festplatte auf. Warum? Ich denke, wir hätten die dann auch gerne fürs Archiv. Ach so. Ach, fürs Archiv. Genau. So, können wir noch einmal kurz umschalten? Können wir natürlich. Sehr geil. Oh, wie das alles funktioniert. So, leider sehen wir es jetzt nicht mehr genau, aber da, wo die Orchide steht, schieb den mal ein bisschen her. Den da. So. Da sehen wir ihn. Das ist unser Kontroll-PC. Und zwar ist die Michaela natürlich auch ein bisschen für die Regie verantwortlich, aber sie guckt natürlich auch, ob ihr auch seht, was wir hier machen. Genau, ich gucke hier dann noch, ob der Stream richtig läuft und sehe das dann natürlich auch mit 15 bis 20 Sekunden Verzögerung, was manchmal etwas lustig ist. Aber, aber ich meine, das macht ja auch nichts. Ich meine, Hauptsache, du siehst was, ne? Es wäre ja schlimm, wenn sie jetzt nichts sieht, dann hocken wir da und... Dann seht ihr auch nichts, das wäre schlecht. Ja. Das ist wirklich nicht so gut. Aber ihr seht, was ist eine Riesentechnik dahinter steckt. Auf welchen sind wir denn jetzt? Ah, wir da kann ich übrigens sehen, auf welchem ich bin. Da auf dem, das obere Fenster. Ich weiß nicht, ob man es gescheit sieht. Ja. So ein bisschen. So ein bisschen sieht man es. Ja. Sehr schön. Ja, dann, sehr schön. Was aber noch am geilsten ist heute in der Sendung, Orchide, wir haben heute wieder dieses Schnitt im Schnittfenster. Ah, ja, genau. Das, das Schnitt im Schnittfenster. Das heißt, es wird immer mal wieder umgeschaltet. Dass ihr die Regie live seht, wie sie hier rumwurschteln. Also wenn irgendwann der Schnitt ausgeht, dann seht ihr ganz viele wuselige Leute da rumwuseln. Aber er wird heute nicht ausgehen, weil wir haben ja die neue Technik und die funktioniert wunderbar. So. Ja, genau. Toi, toi, toi. Was wollen wir denn anfangen heute? Ja, wir gehen jetzt nochmal rein, oder?
wollen erstmal, ja, jetzt kommt erstmal Nachhaltigkeit, ne? Nee. Wir fangen mit Easy Edit an. Ah, Easy Edit. Wir fangen mit Easy Edit an. Und zwar machen wir das mit der Tonspur heute. Und ja, wir gucken mal, wird schlechter Ton und Störgeräusche, wie das zu beheben geht und wie man das am besten macht. Okay, genau. Achtung, kommt. Willkommen zu einem neuen Easy Edit. Diesmal ohne Videospur, nur mit Audiospur. Und ich habe hier mal eine Audiospur vorbereitet, die absichtlich sehr schlechte Qualität hat. Und ich würde sagen, die hören wir uns jetzt erstmal an und die versuche ich jetzt im Laufe des Tutorials ein wenig zu verbessern. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Wie wir eben nicht gehört haben oder nur sehr schwer gehört haben, ist der Ton sehr leise. Das geht, also ich kann den Ton einerseits lauter machen, hier bei diesen Audioeffekten Lautstärke, kann aber hier maximal 6 Dezibel einstellen. Das wird bei diesem Ton nicht reichen, deswegen gehe ich hier zurück auf 0. Wie bekomme ich den Ton jetzt lauter? Nun, ich klicke rechts auf diese Audioebene, die ich habe, und gehe auf diesen Audio Gain. Und dann sehe ich hier, im Schnitt ist mein Ton 13,5 dB zu leise. Ich erhöhe mir den jetzt einfach mal auf 15. Und dann hören wir uns das Ganze an. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Und tatsächlich, die Tonspur bzw. was ich sage, ist zu verstehen. Jetzt gibt es aber ein weiteres Problem, dieses ganze Gebrumme im Hintergrund. Das stört, ja, es stört extrem, ich weiß. Ich versuche das jetzt mit diesem EQ-Effekt hier mal zu eliminieren oder ein kleines bisschen zu verbessern. Der Effekt sieht folgendermaßen aus, Benutzer definiert hier. Ich habe hier unten mein Rewind-Tool und kann mir hier mit diesem Play-Button, kann ich mir die ganze Tonspur nochmal anhören. Ich versuche jetzt als erstes mal die niederfrequenten Töne vollständig zu eliminieren, deswegen gehe ich hier auf Low, kann hier einstellen, wie low sozusagen die Frequenz oder wie niedrig die Frequenz ist, die ich ganz raus haben möchte und schneide mir die auf diesem Cut-Tool hier ganz aus und versuche gleichzeitig noch mit herauszufinden, wo noch weitere Störgeräusche sind. Deswegen, ich kann hier meine Lautstärke erhöhen, aber wir sehen hier an der Kurve, hier erhöht sich alles mit. Deswegen muss ich hier unten auf diesem anderen Regler das Ganze noch ein bisschen schmälern, indem ich es nach links ziehe, sagen wir auf 0,1. Und versuche mal herauszufinden, wo die störenden Geräusche sich befinden. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Also ich glaube, dass ich hier auf dieser Frequenz, so zwischen 200 und 500 Hertz, noch was gefunden habe, was mir nicht so ganz gefällt, was noch Störgeräusche verursacht. Das ist jetzt geboostet auf 20 Dezibel. Ich mache jetzt genau das Gegenteil. Ich ziehe mir den Ton, indem ich es nach links ziehe, an dem Regler einfach ganz runter. Das sollte das Störgeräusch weitgehend eliminieren. In der Zwischenzeit bin ich hier auf diesem Teil nochmal auf ganz runter, auf 0,05 gegangen auf diesem Regler, damit er halt einfach nicht ganz so breit ist. Hier. Was ich jetzt noch mache, ist, ich schneide mir hier die Höhen weg, indem ich auch wieder auf dieses Cut gehe. Und jetzt achtet mal auf diesen grünen Punkt und gleichzeitig auf den Ton, wenn ich das abspiele. Und wenn ich das gleichzeitig runterregle. Taxi quer durch Bayern. Jetzt sind die Höhen drin. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi Höhen abgeschnitten. Quer durch Bayern. Ich kann das Ganze auch umgehen, indem ich es nicht komplett ausschneide, dass es hier diesen wellenförmigen Verlauf hat, sondern indem ich es einfach ganz runterregle mit diesem Gain-Tool. Und dann sollte es eigentlich sich so anhören, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich probiere das jetzt kurz aus. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Noch nicht ganz. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Ich glaube, so ist es ganz gut. Franz jagt im Zum Vergleich nochmal, wie es sich vorher angehört hat. Hier hört man schön Franz das Brummen. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Und jetzt das Ganze mit meinem Effekt. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Also die Grundaufnahme des Tons, muss man dazu sagen, ist von vornherein so schlecht, dass es schwierig ist, die irgendwo noch zu optimieren. Aber ich denke, die Idee wird dadurch klar. Und normale
Umgebungsgeräusche lassen sich mit diesem Tool einwandfrei rausfiltern. Was noch empfehlenswert ist, was aber jetzt bei meinem Mikrofon nicht funktioniert, ist hier unten dieser Denoiser. Da bringt er mir hier diese Fehlermeldung. Leider, obwohl dieser Effekt sehr gut geeignet ist für so Umgebungsgeräusche, Störgeräusche, Rauschen zu eliminieren. Also wenn ihr den benutzen könnt, zusätzlich zu diesem hier, macht es ruhig, probiert damit aus. Es ist ein wunderbarer Effekt. Ich hoffe, dass ihr an euren Videos jetzt noch ein bisschen die Tonspuren verbessern könnt nach dem Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir haben wieder was gelernt. Wir haben gelernt, wie man die Tonspuren noch verbessern kann. Also, genau. Liebe MPler, macht noch mal hinne, ne, dass das auch schön wird für die nächsten 5 Sendungen. So, jetzt will ich erstmal kurz unterbrechen. Und zwar, die aufmerksamen Zuschauer haben schon das da gesehen. Was das bedeutet, die Orchide hatte am Montag Geburtstag. Da müssen wir natürlich einmal drauf anstoßen. Genau. Alles Gute auf dich. Ja, danke. Ich frage jetzt nicht, wie alt du geworden bist, weil das macht man ja bei Damen eher nicht. Ja, genau, lass es am besten. Hast du gefeiert ein bisschen? Ja, wenig, wenig, aber es kommt noch. Mit der Familie und jetzt am Wochenende lassen krachen. Ja, oder mit dir heute Abend, gell? Oder so. Ja, oder genau. So. Ich bin gespannt auf alles. Wir haben doch heute schon gut gefeiert, oder? Ja, wir haben schon ein bisschen, aber nicht, wir haben es nicht übertrieben. Nee, wir sind noch im Rahmen. Genau. Pass auf, ich mache jetzt die beste Überleitung der Welt. Achtung. Boah, okay, du hast dich so gut gehalten. Apropos halten, lass uns zum Thema Nachhaltigkeit kommen. Der war prima, oder? Sensationelle Überleitung. Du machst dich mit der Zeit. Okay, erzähl uns doch mal, Nachhaltigkeit, was ist das? Also so generell. Tja, also Sven, ich würde sagen, unsere Regie hat da so einiges vorbereitet, oder? Die hat was vorbereitet, das sehe ich genauso. Wie wäre es mit was ist? Genau. Was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit kann man aus 3 Perspektiven betrachten. Aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Sicht. Was ist die ökonomische Perspektive? Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, finanzielle Ressourcen so einzusetzen, dass keine Schulden für zukünftige Generationen entstehen. Und was ist dann die ökologische Perspektive? Die natürlichen Ressourcen sollen nur in dem Maße beansprucht werden, in dem sie sich regenerieren können. Und die soziale Perspektive? In einer Gesellschaft sollen soziale Konflikte in friedlicher Art und Weise gelöst werden. Und was ist jetzt Nachhaltigkeit wirklich? Die Brundtland-Kommission definiert nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllen kann, ohne künftige Generationen zu beeinträchtigen. Ja, die 3 Säulen. Ja, die haben wir eben gehört. Die haben wir eben gehört. Aber die hat ja, glaube ich, auch schon jeder BWLer in seiner Laufzeit hier in der Uni auch schon mal irgendwie jetzt mitgekriegt. Also, wenn man jetzt nicht im ersten Semester eingeschlafen ist und 8 Urlaubssemester gemacht hat, dann müsste das irgendwann mal mitgekommen sein. Genau. Ich hab's noch drin. Hast du noch? Ja, hast du noch? Ja. Ja. Der Was-ist-Beitrag hat auf jeden Fall schon mal jetzt Aufschluss dazu gegeben, wie es generell läuft. Es gibt ja verschiedene Interpretationsweisen. Wenn wir jetzt mal einer anderen Interpretation folgen, die gelehrten Zuschauer wissen, dass wir am Lehrstuhl von Professor Scholz sind, der auch sich auf Personalwirtschaft spezialisiert hat, da gibt es natürlich auch verschiedene Wege. Zum Beispiel die ökologische Personalarbeit, da ist die ökologische Nachhaltigkeit im Aufbau und Ablauforganisation der Personalabteilung zu sehen. Also zum Beispiel die Organisation von Bildungsmaßnahmen, dass man zum Beispiel unnötige Reisewege vermeidet, also dass ich nicht irgendjemand nach Timbuktu schicke für einen Bildungsweg, der ziemlich wurscht ist, das ist natürlich da drin. Genau. Und dann gibt es noch die ökonomische Personalarbeit. Mhm. Da geht es hauptsächlich um Wettbewerbsvorteile. Und zwar durch zum Beispiel Einsatz von Personaloptimierung. Also Personaleinsatzoptimierung ist halt hauptsächlich. Ne? Und dann haben wir aber noch 2 Perspektiven. Genau, die soziale Personalarbeit, die ist besonders wichtig, ist ja jetzt in letzter Zeit auch wieder ziemlich aufgekommen, dieses Mobbing-Thema. Das soll, also die soziale Personalarbeit soll in dieser Hinsicht helfen, das Unternehmensklima generell zu verbessern, vor allem innerhalb der Mitarbeiterschaft.
und diese gerade diese schlimmen Themen Mobbing halt irgendwie auch möglichst zu vermeiden. Also zu ein bisschen präventiv zu wirken, dass da erst auch gar nichts passieren kann. Genau, dann gibt es noch die mentale Verankerung. Genau. Und da geht es hauptsächlich darum, dass Mitarbeiter schon so beeinflusst sind, dass sie automatisch ja, quasi nachhaltig denken. Gell? Ah, das ist, wenn wir jetzt mal ganz kurz, mir fällt gerade noch was ein, ist das nicht auch dieses von selbst, von sich aus quasi in diesen Wert genau. reinfließen, gell? Das ist genau, die oberste Stufe der Artefaktwesen oder sowas, haben wir da mal gehört. Uiuiuiui, ja. Da bist du ja wieder gut drin, ne? Ja, ja. So, aber Freunde, wir haben das natürlich jetzt nicht nur umsonst so besprochen, die Nachhaltigkeit. Wir haben ja eine Stiftungsprofessur hier an der Uni und zwar führt die der Herr Professor Kühne. Und der macht mit seinem Lehrstuhl nicht ganz das, was wir jetzt als BWLer darunter verstehen, sondern er hat eine kleine Verschiebung in die eher ökologisch-soziale Schiene. Das gucken wir uns jetzt aber mal genauer an. Wir waren nämlich bei ihm und haben ihn interviewt. Bitte schön. Also, genau so ist es. Wir machen jetzt ein Interview mit dem Herrn Professor Kühne und zwar am Umweltcampus in Duttweiler. Herr Professor Kühne, erstmal Servus. Schön, dass wir das Interview machen können. Da stelle ich mich direkt die Frage, eigentlich ist ja die Saarbrücker Uni eine Campus-Uni. Warum sind Sie jetzt nach Duttweiler umgezogen auf den Umweltcampus? Das hat vor allen Dingen mit der inhaltlichen Nähe zu tun, mit den Fächern, die hier ohnehin untergebracht sind. Hier haben wir dann auch kürzere Wege. Und der andere Grund ist, wir waren nur, ich sag mal, vorübergehend untergebracht im Gebäude A54 bei den Pädagogen. Und da jetzt diese Räume wieder dort benötigt werden, sind wir dann hier hingezogen, wo man uns dann auch thematisch herzlich willkommen geheißen hat. Das ist gut. Sie sind ja gerade schon kurz darauf eingegangen mit dieser Thematik, auch Umwelt. Ihr Lehrstuhl ist ja für Nachhaltigkeit bekannt. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, Umweltcampus, Nachhaltigkeit, was wird da jetzt genau gelehrt? Also was können sich die Studierenden da von Ihnen anhören? Also was die Studierenden sich von uns anhören können, es gibt ein Zertifikat nachhaltige Entwicklung. Das kann jeder belegen, der an der Universität des Saarlandes studiert, kann dies in einigen Fächern als Nebenfach einbringen, auf jeden Fall immer zusätzlich erwerben. Das zentrale Thema ist die Frage zunächst einmal, welches Verständnis bekomme ich von der Gesellschaft im Verhältnis zur Umwelt? Wie kommt es dazu, dass bestimmte gesellschaftliche Teilsysteme, ob nun die Ökonomie, die Politik, die soziale Gemeinschaft und andere in bestimmter Weise agieren im Austausch mit der Umwelt, aber auch in der Interaktion untereinander. Und wie muss ich Handlungsempfehlungen und Handlungsweisen entwickeln, die ein generationengerechtes Leben auf der Erde möglich machen? Es geht also um Gerechtigkeit im intergenerationellen Markt. Ja, der Aktualität schuldend sollten wir vielleicht auch jetzt noch kurz drüber reden. Jetzt haben wir ja den Atomausstieg für 2022 abgesegnet von der Bundesregierung gekriegt. Was halten Sie davon? Ist Atomenergie nicht auch eigentlich ein bisschen nachhaltig? Das ist wieder eine sehr schöne und sehr schwierig zu beantwortende Frage, die man weder mit Ja noch Nein beantworten kann, sondern auch hier abwägen muss. Eins kann man sagen, wenn wir in den Punkt bei dem Punkt aufmachen, der Nachhaltigkeit eben ausmacht, intergenerationelle Gerechtigkeit, ist eine Atomenergie natürlich nicht nachhaltig. Denn wir haben sogenannten Atommüll, der über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende von künftigen Generationen zum Benefit von uns, nämlich billiger Energie, elektrischer Energie, in irgendeiner Form bewacht werden muss, und eben zu Restriktionen führt für künftige Generationen. Wenn wir jetzt ein Atomkraftwerk ersetzen wollen durch Windenergie, dann müssten wir wahrscheinlich 5 Millionen Fußballfelder zu clustern, oder nicht? Die Windkraftanlagen haben etwa im Moment Leistung 3 bis 5 Megawatt. Also ich kann schon, ich sag mal, sind dann auch durchaus 500 bis 1000 Windkraftanlagen, rechnerisch zumindest,
Atomkraftwerke substituieren. Wobei das Problem bei Windkraftanlagen ist, dass ich da die Energie irgendwo speichern muss. Oder natürlich die andere Frage ist, wir müssen in irgendeiner Form unser Nutzungsverhalten auch verändern, dass wir möglicherweise dann waschen, wenn gerade viel Strom aus Windenergie zur Verfügung steht. Gehen wir nochmal von der Schiene jetzt ein bisschen weg und überlegen uns nochmal, was jetzt die Studierenden eigentlich lernen können. Also wir haben ja gerade schon gehört, wie sich der Lehrstuhl aufgebaut hat. Und gelehrt wird. Die Sache ist jetzt natürlich, was lerne ich jetzt für das spätere Arbeitsleben? Also was nehme ich denn besonders jetzt mit, wenn ich Ihr Cluster belege? Also Sie lernen zunächst einmal als Basis systemisch oder systemtheoretisch zu denken. Das heißt, Sie lernen, wie ist die Eigenlogik der Politik, die Eigenlogik der Ökonomie, die Eigenlogik der sozialen Gemeinschaft, um dann später, ich sag mal, Perspektiven anderer besser einnehmen zu können. Ich denke, das ist schon mal eine wichtige Grundvoraussetzung für nachhaltiges Handeln. Dann lernen Sie, wie Sie mit Systemkonflikten umgehen können, wie abzuwägen ist, wie Sie Ihre Überzeugung von Nachhaltigkeit anderen, die eben einem anderen gesellschaftlichen Teilsystem entspringen, nahebringen können, um dann durchaus, ich sag mal, einen Schritt dahin zu gehen, dass wir eine größere Generationengerechtigkeit haben. Also ich fasse jetzt mal kurz zusammen nochmal, ich hoffe, ich fasse jetzt auch richtig zusammen. Es geht primär jetzt darum, um diese gesamtwirtschaftliche Ansicht der Nachhaltigkeit und nicht nur auf ein unternehmensspezifisches, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, E.ON macht jetzt Nachhaltigkeit, das ist jetzt eher so direkt in der BWL-Schiene. Bei Ihnen ist das eher so demografischer Wandel, auch die ökologische Sichtweise der Energiegewinnung. Klimawandel. Damit beschäftigt sich der Lehrstuhl. Damit beschäftigt sich der Prima. Lehrstuhl. Und ist es nicht mal nur eine gesamtwirtschaftliche Betrachtungsweise, es ist eine gesamtgesellschaftliche Betrachtungsweise. Wir bemühen uns, die unterschiedlichen Perspektiven auf die Gesellschaft und auf das Thema Nachhaltigkeit nachzuvollziehen und eben die Eigenlogiken zu bestimmen und mithilfe dieser Bestimmung dann Lösungen für die Zukunftsfragen wie demografischer Wandel, wie Klimawandel und so weiter vorzuschlagen. Okay, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview. Herzlichen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, und ich gebe jetzt auch direkt zurück ins Studio, weil ich und das gesamte Team werden uns jetzt geil in diesem schönen Park am Umweltcampus noch schön fett eine Sonne sonnen. Eine Stunde sonnen. Bis dann, ciao. Ja, das haben wir gemacht und ich habe mir auch einen extremen Sonnenbrand abgeholt. Vielen Dank an die Sonne. ja, wir machen jetzt mal einen ganz geschwinden Cut von der Nachhaltigkeit zu unseren Studenteninitiativen, die wir in Saarbrücken haben. Wir haben ja schon oft über MTP und die Fachschaft gesprochen und jetzt haben wir uns gedacht, wir sind in anderen Gruppierungen auch mal schuldig, dass man sie erwähnt hier. Okide, wir sind ja jetzt nur in diesen zwei drin. Es gibt ja ganz viele. Willst du mal anfangen, uns darüber zu erzählen? Genau. Also die international größte Studenteninitiative heißt ISEC. Mhm. So. Kennst du? Kenn ich. Quizfrage. Wer von euch weiß, was ISEC ausgeschrieben ist? Bitte jetzt im Studio anrufen. Das hat keiner gewusst. So, pass auf, ich sage euch nämlich was. Es ist nämlich nicht Englisch, sondern es ist Französisch. Und zwar heißt es Association Internationale des Etudiants en Sciences Économiques et Commerciales. Wer hätte das gedacht? Hast du sehr schön ausgesprochen. Wer hätte das gedacht? Ja, ich alter Franzose. Ne? Genau. Ja. Sind in 110 Ländern vertreten ja. und haben so 60.000 aktive Mitglieder. Ja, das ist, der Hammer. Schon eine Menge. Ich zähle mal die Fachschaft zusammen. Oh, okay. 20. Ja. Naja, gut. Naja. Gut. Lassen wir das. Lassen genau. Wir das sein. Börseninitiative. Ja, die Börseninitiative. Ich bin noch nicht mitgefahren. Du? Ja, da war ich sogar auch mal Mitglied, kurzzeitig. Ein Semester, genau. Probemitglied. Genau. Bin da halt auch mit nach Frankfurt gefahren, ne? Bisschen gefeiert und so. Ja, und kennst die Börse ja. angeguckt, vornehmlich natürlich. Ja, genau, vornehmlich natürlich. Natürlich, genau. Sicher. Für die Juristen eher interessant, Elsa. Genau, Elsa. Die ist auch international aktiv. Richtig, European Law Students Association. Uiuiui. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber na gut, ist ja auch für Jurastudenten. Ne? Genau. Also falls jemand zuguckt, könnt ihr euch mal da melden. 41 Länder, 30.000 Mitglieder. Genau. Nicht schlecht. Und dann gibt es noch BDVB. BDVB, den finde ich sehr gut.
muss ich ehrlich zugeben. BDVB. Weil das unser Bundesverband ist. Das ist quasi unser Bundesverband, ausgeschrieben BDVB, Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte. Aha, Sven, also quasi danke für die Info. Da müssten wir rein. Und ich würde uns auch mal empfehlen, da halt auch wirklich sich zu engagieren, weil da kann man wahrscheinlich auch super neue Verbindungen knüpfen, ne? Für einen eventuell späteren Arbeitgeber oder einfach nur, um Handelsverbindungen zu knüpfen. Man weiß ja nicht, wie weit ihr schon seid. Also finde ich eine sehr interessante Angelegenheit. Genau, die haben auch ein strenges Auswahlverfahren. Also die wollen schon gute Leute haben. Ne? Ja, ja, oh, ja. Das muss ich jetzt anstrengen. Ja, muss ich schon ein bisschen reinhängen dann in den Verein. Ne? Ja, aber ich denke, das geht. Wenn man da gescheites Engagement zeigt, ich denke, da wird dann schon was kommen. So, ja, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ja, was denn? Du hast mich ja im Stich gelassen. Die Orchide hat mich im Stich gelassen. Sie hat mich im Stich gelassen. Und ist nach Düsseldorf gefahren. Was hast du denn da eigentlich so genau gemacht? Würde ich jetzt mal gerne wissen. Warst du auf der Kö einkaufen oder was? Nee, genau. Düsseldorf? Ist die Kö in Düsseldorf? Nee, ich glaube nicht. Doch, die Kö ist doch in Düsseldorf, oder? Ist sie Regie, da? Ist die Kö in Düsseldorf? Weiß keiner. So ein Pech. Okay. Naja, forschen wir mal noch nach. Gell? Ja, gucken wir mal noch. Genau. Lieben wir mal nach irgendwann. Ja. Wir haben 30-jähriges Jubiläum gefeiert bei MTP. Mhm. Ja, hatte ich dir ja schon erzählt, gell? Ja. Waren wir 5 Tage unterwegs und da gibt es dann auch immer Unternehmensworkshop und ich war diesmal bei Gruner und Jahr. Kennst du das? So ein Verlagswesen. Ja. Eigentlich das größte von Europa, glaube ich. Und ich habe dir was mitgebracht. Und zwar die Business Punk, ja? Die Business Punk. Genau. Das ist so eine Männerzeitschrift, die kommt 3-mal im Jahr raus. Und ich fand die richtig geil, da wird nämlich erzählt, was so... ich muss mal kurz in die Kamera, guckt euch das mal bitte an. Der Untertitel, der ist ja toll. Work hard, play hard. Ach, das ist doch... Genau. Ich bin begeistert. Halt, da erzählen Geschäftsmänner so ein bisschen von ihrem Privatleben, was so im Hintergrund so abgeht. Und ja, ist eigentlich ganz interessant. Ich muss noch was zeigen, allein, jetzt nur im Voraus, allein deswegen könnte man es schon kaufen. Kann man es lesen? Ficky Leaks. Sven. Boah. Also wenn das mal keine interessante Zeitschrift ist, du, da weiß ich auch nicht mehr. Ja, Sven, also, ne? Genau was für dich halt. Okay, ne? Ich danke dir. Maßlos. Ja, also das ist eine Traumzeitung. Ja, kann ich mir vorstellen. Das habe ich mir schon gedacht. Aber wollen wir mal von MTP nochmal auf die Fachschaft kommen? Ja. Was macht ihr denn so? Oh. Ihr habt morgen eine Veranstaltung, habe ich gehört. Genau, wir haben morgen eine Veranstaltung. Und zwar unsere Veranstaltung wird sich auf dem französischen Garten wiederfinden. Da werden wir ein bisschen Biergarten aufbauen und ein bisschen grillen. Ich hoffe, es kommen zahlreiche Leute vorbei. Was gibt's zu essen? Ich habe heute gehört, es gibt sogar was Vegetarisches, also für die ganzen Vegetarier, freut euch. Mhm. Es gibt sogar was Vegetarisches und was zu trinken gibt es natürlich auch, wie immer. Also das sind wir ja mittlerweile gewöhnt. So, genau. Ich habe geworben. Ich wollte auf Facebook. Ah, Facebook. Ach, genau, ja, genau. Facebook. Facebook, Freunde, wir haben unseren Namen geändert. Wir heißen jetzt nicht mehr Orga Panda, sondern Achtung, wir heißen auch nicht Orga T. V. und auch nicht Orga TV. Und auch nicht Orga TV ohne Punkt, sondern wir heißen Orga TEVAU. Toll, ne? Wisst ihr, warum der ganze Scheiß? Weil Facebook unseren TV einfach nicht wollt. Deswegen mussten wir es ausschreiben und heißen jetzt halt TV. Wie genau. V, nur mit V. Ach, ist doch ein schöner Name. Ja, finde ich auch. Also ist auf jeden Fall mal besser. Naja, ist egal. Nicht. Genau, und dann müssen wir noch ganz kurz auf babbel.com hinweisen. Das hatten wir letzte Woche. Ja. Babbel, da könnt ihr über die Sendung diskutieren. Könnt ihr uns nochmal sagen, ob wir gut waren oder schlecht oder wie euch die Sendung generell gefallen hat und wie ihr die Beiträge findet. Und das war's eigentlich schon wieder fast für uns. Und auch für die nächsten 5 Wochen. Ja. Für die nächsten 5 Wochen, weil heute war die letzte reguläre Sendung von uns. Ab nächster Woche sind die MPler am Start. Die haben auch ganz viele tolle Beiträge für euch zusammengeschnitten. Wir haben schon mal reingeguckt. Es ist an Interessantheit nicht zu übertreffen. Joachim und mich werdet ihr natürlich trotzdem sehen, aber auch immer jemand an unserer Seite, der mit uns das Ganze moderieren wird. Da freuen wir uns jetzt schon riesig drauf. Ne? Ja, wird geil. Alles klar. Und wir verabschieden euch jetzt. Genau, mit den Orga-TV-Tipps zum Wochenende, wie immer. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao. Und hier nun wieder die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag geht die Mutantensaga in die nächste Runde und zeigt euch, wie alles begann.
X-Men First Class startet am 9.6. in den deutschen Kinos. Am Freitag, den 10.6. läuft in Saarbrücken Folgendes. Im 7 geht es wieder königlich zu. Uni Royal startet ab 23 Uhr. In der Garage gibt es ab 22 Uhr wieder Best Of. Heiße Salsa-Rhythmen gibt es für euch im Havanna. Und im Nachtwerk ist wieder Geiz bleibt geil angesagt. Los geht's ab 22 Uhr. Orga TV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.